Jährlich wird am 27. Januar hier am Mahnmal die vom Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen gedacht. Mittlerweile kommen viele Parteien hierher, um einen Kranz niederzulegen. Selbst die Bundesregierung schickt einen Vertreter. Jedoch hapert es im Bundestag. Bis heute wird daran nicht gedacht. In der zentralen Gedenkstunde wurden schon viele Opfergruppen gedacht, nur halt noch nicht an die verfolgten Homosexuellen. Leo, du bist von der Bundesinitiative Schwuler Senioren. Ihr seid ja schon lange dabei, um da irgendwie ein Gedenken mal reinzubekommen. Wolfgang Schäuble schräubt sich da noch ein bisschen. Wie hat das mal bei euch angefangen mit dieser Forderung? Ja, 2017 hatten wir das Strafrechts Rehabilitierungs- und Entschädigungsgesetz für die Opfer nach § 175 in der Bundesrepublik in der DDR. Und wir haben, als das abgeschlossen war und das Gesetz zustande gekommen ist, eine Anfrage bei dem damaligen Bundestagspräsidenten Lammert gestellt, weil die einzige Opfergruppe, die in der Nazizeit verfolgt war, für die eben nach der Nazizeit die Verfolgung weiterging bis 1969, teilweise bis 1994 bei dem Jugendschutzparagraf. Und da müsste also an dieser Einzelgruppe also auch einmal am 27. Januar, dieses Jahr am 31. Januar im Bundestag gedacht werden. Herr Lammert hat gesagt, also seine Zeit endet jetzt und hat es weitergegeben an seinen Nachfolger, Herrn Dr. Schäuble. Da ist inzwischen eine Initiative von Lutz van Dijk und Friedhelm Krey, wo 130 Institutionen und Einzelpersonen unterschrieben haben. BIS hat auch unterschrieben, also Bundesinteressenverband Schwuler Senioren. Es haben also aber auch ehemalige Holocaust, also nicht ehemalige, sondern Holocaust-Überlebende, haben 5 unterschrieben. Sinti und Roma, also Frau Rosenberg hat unterschrieben, also auch die anderen Opfergruppen sind der Meinung. Die Bundestagsvizepräsidenten aus SPD, FDP, Grüne und Linke sind ja schon dafür. Aber was sagen die Bundestagsabgeordneten dazu? Dafür waren wir heute kurz nach der Gedenkfeier im Deutschen Bundestag und haben mal einige Politiker gefragt. Wir sind jetzt im 74. Jahr nach der Befreiung von Auschwitz. Jedes Jahr rund um den 27. Januar gedenken wir den Opfern des Nationalsozialismus. Und es sind natürlich zunächst erstmal die 4 Millionen jüdischen Opfer, derer wir dort gedenken, die im Holocaust ermordet wurden, die erniedrigt wurden, die ausgegrenzt worden sind. Aber ich glaube, es gibt eben noch viele andere Gruppen, die auch ein Stück weit in der Vergangenheit in den Hintergrund getreten sind. Und dazu gehören unter anderem eben auch die Homosexuellen, die verfolgt und ermordet worden sind, die Rosa-Winkel-Häftlinge, die in den Konzentrationslagern interniert und ermordet worden sind. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nach so langer Zeit jetzt auch einmal die Kraft findet, auch diesen Ehren zu gedenken. Und das war mein Ansinnen. Deswegen habe ich an den Bundestagspräsidenten geschrieben und ich hoffe jetzt, dass er darauf reagiert. Sehr schade finde ich, heute wurden die Homosexuellen ja tatsächlich nur in einem Wort in der gesamten Stunde erwähnt. Das ist eine Opfergruppe, die häufig vergessen wird. Die müssen wir auch mal stärker in den Fokus rücken, damit überhaupt bekannt wird, dass Homosexuelle im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Wenn es uns gelingt, im Deutschen Bundestag im Jahr 2021 eine Gedenkstunde zu haben, die insbesondere die Homosexuellen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden, in den Mittelpunkt rückt, dann wäre das eine gute Sache. Also Schäuble lügt natürlich, wenn er sagt, dass nicht spezielle Gruppen in der Vergangenheit benannt worden sind. Das hat es 5, 6 Mal schon gegeben, dass Vertreter spezieller Opfergruppen geredet haben. Das finde ich auch richtig, das war auch immer gut. Es ist nur nicht einzusehen, dass kein Homosexueller dabei ist. Und das empfinde ich als schwierig. Wie wichtig dieses Gedenken ist, zeigt es auch in diesem Jahr. Ein Tag nach der Kranzniederlegung wurde das Mahnmal erneut beschädigt. Also wird es Zeit, dass eben auch an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird.